der guten alten Kalaschnikow. Wenn er das nicht verstehen, nicht in seinen Kopf kommen. Salazar, du warst in Nicaragua, als er an die Macht kam. Du kennst die Legenden am besten. Warum hasst er uns so sehr? Du Premier Graforia. Als Junge sah er mit an, wie die Contras töteten und vergewaltigten. 1972 gab es ein gewaltiges Erdbeben. Seine Familie hatte alles verloren. Ein Jahr darauf wurde die Einzige, die er liebte, seine Schwester Josefina, durch ein Feuer verkrüppelt. Raoul und sein Vater fingen neu an, machten mit Drogen schnelles Geld. Sie wurden reich, mächtig, Legenden von Managua. Das Menendez-Kartell war quasi unantastbar. Also tötete die CIA Raouls Vater mit dem Segen der US-Regierung. Menendez hasste Amerika immer mehr und fing an, Waffen in Afghanistan für seine Privatarmee zu handeln. Die CIA hat Wind davon bekommen und jagte ihn in Kabul. Das war das Foto von Woods aus der Kammer, nicht wahr? Siehst du den hübschen Bastard? Das bin ich. Geistlich ist dein Vater. Nach Vietnam. Mit Zahlen und so. Verdammt gefährlich. Ja, das war er. Inhalt wird gespeichert. So, alte Wunden. In Afghanistan als Mason von der CIA im Jahre 1986. Untersuchen Sie Menendez' Verbindung zu den Russen. Ein alter Tempel oder etwas in der Art. Was hast du gesehen, Watts? Sand, Sand und noch mehr beschissenen Sand. Hudsons Kontakt ist unterwegs. Ist ja wie in Minecraft. Können die Chinesen trauen? Ja, schon. Sie haben die Mujahedin genauso unterstützt wie wir. Sehr gut. Sie wissen, dass die Russen sich nach Afghanistan nach China wenden werden. Die Russen mag wohl keiner, was? Du kennst mich. Du solltest besser den Kopf unternehmen. Armer Wutz. So. Ganz ruhig, Sau. Wir haben die Waffen geliefert. Dein Teil der Abmachung? Ganz entspannte Stimmung. Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Er kann euch helfen, Raoul Menendez zu finden. Wir haben ausgeruhte Pferde. Sehr gut. Ihr folgt uns. Verdammt. Tun wir es. Yeah. Und somit steigen wir jetzt auf das Pferd und... Was? Wir sind gerade unterwegs zum Lager der Mujahedin. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass unsere Präsenz hier zu 100% geheim bleiben muss. Es hätte schwerwiegende Folgen, wenn die Russen von unserem Eingriff Verdammt. In Afghanistan erfahren. Da stand gerade Interaktion. War das mit dem Pferd oder um was ging's da? Habe ich gerade irgendwas besonders verpasst? Naja, egal. Wir reiten jetzt auf jeden Fall zu der Basis sozusagen oder zu dem Hauptlager der Mujahedin. Denn die können uns verraten, wo sich Menendez aufhält. Und irgendwie ging's auch, gab's auch noch, ja genau, man konnte mit dem Pferd doch auch schneller reiten. Ich überlege gerade nur wie. Ich glaube, das geht jetzt noch nicht. Na, jetzt hier, Sprint, ne? Ich bin doch schon dabei, ganz schnell hinten dran. So. Das sieht schon mal gut aus hier. Ah, da möchte ich nicht unbedingt wohnen. Ist zwar alles mehr oder weniger schön, aber wahrscheinlich verdammt heiß. Und etwas einseitig. Und erinnert mich ein bisschen an Iron Man. Diese Siedlung, wo er gefangen wird, bevor er sich da befreit. Hier lang! Und sich dann da durchkämpft mit seinem ersten Prototypen sozusagen. Für die Leute, die Iron Man gesehen haben. Ziemlich geiler Film, ziemlich geiler Schauspieler und natürlich Avengers mit allen. Der Hammer. Habe ich auch alles rumliegen auf Blu-ray, wie sie es gehört. So, aber wir gehen jetzt erstmal ein bisschen Käffchen trinken. Braucht ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Spezialisten beratend tätig sind. Da sind sie schon. Rahman. Das sind Woods und Mason. Die zwei Besten. Wir brauchen Waffen, keine Soldaten. Sieht gut aus. Ja, die sind richtig nett und motiviert, mit uns zu arbeiten. Nur um das klarzustellen. Wir halten den Angriff der Russen auf. Ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis.
Wenn sie vorrücken, dann kommen sie aus dem Westen, Norden oder Osten. Ich weiß. Unsere Leute verteidigen diese Berge. Unsere Waffen bringen ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheißplan. Das ist die russische Armee. Die greifen doch immer mit roher Gewalt und einer zahlenmäßigen Übermacht an. Und mit Panzern. Sind eure Männer bereit? Sie haben keine Erfahrung mit den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber. Wir gehören an die Front. Der Angriff der Russen hat begonnen. So, genau da gehören wir hin. Glaubst du an deinen Plan, Amerikaner? Das weiß ich. Yalla, yalla. Dann los. So, und los geht die Action, genau. Deswegen machen wir uns auf den Weg, aber wir nehmen uns hier geschwind etwas mit. Ich weiß gar nicht mehr was, ist schon eine Weile her, dass ich es durchgespielt habe. Nämlich Mörser, genau, es war nämlich so, das Spiel kam ja 11. Was ist der 11.? November raus, keine Ahnung. Und da habe ich es durchgespielt. Und eine Woche später nochmal auf Veteran durchgespielt. War schon eine Woche danach direkt gleich? Ja, ich glaube. Und eine Woche später dann nochmal auf Recruit, um halt noch diese restlichen Informationen, wie früher die Laptops halt einzusammeln. Und da haben wir ja bei dem Call of Duty nicht mehr wie früher Dingens sozusagen alle Informationen hatte und dann speichern und beenden konnte, sondern hier musste man immer die Mission fertig spielen, war es ja im Endeffekt wie dreimal durchgespielt, also Recruit, Veteran und dann nochmal Recruit mit allen Laptops einsammeln. Und ja, das war aber dann Mitte, Ende November schon und jetzt haben wir Ende Januar, also jetzt am Januar, genau, ist das schon über 2 Monate her. Und seitdem habe ich andere Spiele gespielt und natürlich auch Call of Duty ein bisschen online gespielt und. Aber jetzt geht es wieder weiter mit der Story, so. Ich hoffe, es stört keinen, wenn ich hier ein bisschen so andere Sachen erzähle und nicht die ganze Zeit das erzähle, was ich mache. Aber man sieht ja im Endeffekt, was ich mache und ich sage jetzt wieder was dazu. Wir sind jetzt auf jeden Fall sozusagen zu dem ersten Dorf geritten, was wir retten müssen oder wo es irgendwas Besonderes für uns gibt. Und kämpfen uns hier natürlich durch und besiegen unsere Gegner. Aber wir müssen jetzt hier diese 2 russischen BTRs besiegen. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal eine neue Waffe. So. Ja, ich renne mal wieder offensiv durch die Gegend. Aber hier erstmal die 2 weghauen. Da hinten gibt es auch nochmal was zu holen. Sind das die Panzerminen, glaube ich? Ne, hier gibt es was Besonderes. Ich weiß gar nicht was. Ja, doch, hier ist die Panzermine. Genau. Und dann haben wir noch unseren Mörser hier. Und hier haben wir noch eine Stinger. So. Und mit der Stinger können wir uns jetzt den ersten... Granate. Nein. Nein. Das hat nicht mehr gerecht. Das ist mir zu spät aufgefallen. Oder die war zu gut geworfen. Auf jeden Fall sind wir gerade gestorben. Naja, absolut. Hier sind wir gleich wieder an der besagten Stelle. So, diesmal vielleicht hole ich mir einen mit dem Mörser. Ich weiß es nicht. Oder ich werfe den Mörser einfach mal in die Menge. So, eigentlich müsste es mit dem Mörser ganz gut gehen. So, wow. So, da habe ich kurz Angst bekommen. So. Und jetzt schnappen wir uns noch die Stinger, um damit den anderen, na, komm schon, Panzer zu holen. Diesmal gehe ich zur Sicherheit mal in Deckung, bevor schon wieder ein Dingens kommt, eine Granate. So, genau. Ja, Mason, tu dies, Mason, tu das. Wärst du so freundlich, Mason, und würdest hier noch mehr Menschen töten? Ja, man wird hier mal wieder immer gestresst. Ich behalte einfach mal die Stinger, weil was will ich mit der Pistole? Stinger und AK klingt ziemlich gut. Und ups, das war ein Verbündeter, tut mir leid, war nicht mit Absicht. Der ist auch verbündet. Genau, und jetzt haben wir da vorne nämlich hier etwas auf den Weg legen, um dann hier den Tempel da zu sprengen, damit die sozusagen die Straße blockiert ist für zukünftige Panzer. So, dann platzieren wir das Ding mal schön. Ladung platziert. So, da piepst. Einmal in Sicherheit gehen. So, auf euch warte ich nicht mehr. Bom. Ah, es geht noch nicht. Ich bin in Sicherheit. Ja, jetzt aber, ne? So, buh. Die Engstelle im Westen ist sicher. Hier kommt kein Panzer durch. So, hier kommt niemand durch. Und weiter geht die Reise. Wir müssen jetzt ein paar russische Panzer zerstören. Deswegen war es auch ziemlich schlau gerade, dass ich das Ding mitgenommen habe. Ich hatte es schon fast wieder vergessen.
So, ups, der war nicht ganz so treffermäßig. So. Nein. Na, was soll ich dazu sagen? Hatte ich noch nie an der Stelle. Okay, aber wir sind ja gleich wieder hier. So, also passen wir diesmal ein bisschen besser auf, dass wir nicht unsere eigenen guten Männern verletzen. So, vielleicht, ja. So, diesmal ging das gut. Ja, da, wegen dem Fritzen haben sie rumgeheult. So, aufpassen, dass wir nicht sterben. Kontrollpunkt erreicht, sehr schön. Und da ist ja noch einer. So, einmal drauf. 1, 2, 3. Und wow, der überlebt noch einen Schuss. Achtung, aufpassen. So, Panzer wäre zerstört und weiter geht es. Hier haben wir auch noch so eine Zielvorrichtung für die Hubschrauber, die wir uns jetzt auch holen dürfen. Piep, 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 piep. So. Der wäre Geschichte. Da kommt aber schon der nächste. Der wäre auch Geschichte. So, hier. Ist das keiner mehr? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt Gegner sind oder nicht, aber da ich drauf schießen kann, gehe ich davon aus, dass es feindliche Helikopter sind. So, die werden... Wow, Achtung, der landet gleich auf uns. So, da ist noch einer. Wir haben jetzt zum Glück genügend Munition und können uns hier die nächsten Helikopter holen. So, der wäre auch entfernt. Ja, Call of Duty mäßig halt. Wow. So. Ja, wir kümmern uns um das Munitionslager. Was ich sagen wollte, Call of Duty mäßig halt natürlich viel actioner hier als einzelne Soldat schon 6 Helikopter runterzuholen. Ich mache hier jetzt schon eine Zwischenlandung und lass mein Pferd stehen. Die wusste ich per Zufall noch. Oh, ja, genau, jetzt gehen wir zu Fuß weiter. Die Stelle war auf Veteran auch ein bisschen heftig. Ich weiß nicht warum, aber hier hing ich auch eine Weile. Ups. Bis ich mich hier durchgekämpft habe. So, werfen wir doch erstmal ein paar Granaten rüber. So, um den Helikopter kümmern wir mal schnell. Der lässt jetzt neue Gegner ab. Oder auch nicht. Hahaha. So, das haben die auch, glaube ich, nicht. So, noch ein paar Helikopter zerstören. Na. Hallo? So. Sehr schön. Und wir machen uns auf den Weg nach da drüben. Über diese sehr, aua, stabile Brücke. So, da haben wir nochmal einen BTR. Der ist aber auch zerstört. So, das geht ja recht schnell und einfach mit der Waffe. So, da ist ein Verbündeter. Und jetzt hier einmal Granate rein. Und nach vorne. Oh, verdammt. Ja, manchmal, wie schon gesagt... Was wie in Halo, spiele ich zu offensiv, aber der Unterschied zu Halo, hier sterbe ich nicht, denn ich lebe noch. Und wir können uns die letzten Gegner holen. Na, so. Und das Munitionslager müsste, genau, es gehört wieder uns. Natürlich. Was für ein Problem. So, was, wir haben ein Problem. Das solltest du dir selbst ansehen. Das soll ich mir selbst ansehen, okay. Weil man kann im Krieg natürlich nicht sagen, was einen erwartet. Lieber ein bisschen überraschungsmäßig so. Ach, komm doch mal vorbei. Dann siehst du schon, was dich erwartet. Ne? Ist doch schön. So, da fliegt ein Chat vorbei. Ich höre irgendwo einen Helikopter. Na, ich kann mich hier gar nicht gescheit drehen. Hallo? Ja gut, auf dem Pferd kann man sich auch nicht über 180 Grad drehen. Das macht schon Sinn, aber trotzdem. Na gut, dann reiten wir mal dahin. So, weiter, weiter, weiter geht's. Heiter weiter, ne? Hund. Er wette deinen Arsch drauf. Kravchenko hat ihm praktisch den Kopf aufgemacht und diese Nummern eingetrichtert und er hat überlebt. Mason sagte, dass er die Zahlen nicht mehr sieht, aber ich weiß nicht. Bin mir da nicht so sicher. Scheiße. Ja, ich sehe auch manchmal Zahlen. Nämlich wenn ich in der Uni bin, in der Mathevorlesung, sehe ich verdammt viele Zahlen. Obwohl es zurzeit eher mehr Buchstaben sind als Zahlen, leider. Das ist noch nicht vorbei. So, ja genau. Und da kommt der coole Panzer. Er ist schon mächtig gemacht. Ob sowas denn echt gab mit mal zwei Panzerrohren. Und ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Ja. Genau, wir zeigen dir ziemlich Mut, denn man reitet gegen so einen Panzer auf Pferden entgegen.
Das ist völlig authentisch. So, kümmern wir uns um den Endboss. Helikopter trifft uns natürlich nicht rechts, stirbt gerade mal ein Mensch, links zwei. Oh mein Gott. Nein, was passiert? Verdammt. Schnell, schnell, schneller, schneller, der Panzer. Das war... Was? Was? Ich hab grad... Soll ich halten oder drücken? Das war jetzt gerade meine Frage. Ich glaube, man muss es halten, einfach nur und nicht drücken. Da stand nämlich dran, wiederholt tippen. So, ja, da, hier, der wird nochmal geholt. Der rennt weiter, Boeing. Und da kommt unser Freund. Und ein Helikopter und ja, gut. So, letzter Versuch, nächster Versuch. Und hoffentlich auch letzter, weil diesmal, falls diesmal klappt. So, genau. Mut ist sehr wichtig im Leben, er ist aber wirklich wichtig, Mut und so, Selbstvertrauen und so Sachen. Die sind schon wichtig, bloß sowas zu machen ist eher, naja, dumm. Aber viel hat man eh nicht mehr zu verlieren bei denen ihre Aussichten. So. Und bumm. Das kennen wir ja schon, so diesmal. Okay, er steht dran gedrückt halt, ne? Ich war mal wieder zu faul, fertig zu lesen. So, diesmal klappt es dann hoffentlich. Einmal wegrollen. Oh nein, das arme Pferd. Kann man nicht mal mehr Pferdesalami draus machen, wenn da 20 Tonnen drüber rollen. So, ab aufs Pferd. Und weiter geht's. Schöne Mörsergranate. Und rein da, oder? Hey, Glatzkopf, lass das. Obwohl, der hatte noch ein paar Haare. Aua. Bam. Hör auf mich auszumachen. Du verschwitzter alter Mann. Was sind das für Zahlen? Hier, Mörse rein. Bam. Schön. Das Teil wäre besiegt. So. Na du Sack, der kriegt nochmal einen auf den Kopf. 7, 4, 3, sind das die Lottozahlen? Soll ich mir das aufschreiben? Ich weiß es nicht. Verdammt, 8, 9, 5. Was? Kravchenko? So einer. Hören Sie, Kravchenko. Vielleicht solltest du mir aus dem Weg gehen. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Bastard offen. Ich habe sie in Vietnam zurückgelassen, Sergeant Woods. Sie sollten tot sein. Das hat sie niemand gesagt. Tja, Pech gehabt. Ich bin nicht. Woods ist nicht tot. Saul Menendez. Was machen Sie für ihn? Komm schon, spuck's aus. Ah. So. Und ein Messer in die Hand, ja. Was hab ich jetzt vor, hallo? So. Wir versuchen jetzt den Kravchenko zu töten und müssen das verhindern, indem wir den Button mehrmals betätigen. Nein, muss er nicht. Geld ist alles, was zählt. Wohin gehen die Waffen? Kuba. 5, 6, 7, 8, 9. Lass das. Steck die Waffe weg. Dazu wird es nicht kommen. Er ist mächtiger, als Sie denken. Ja, ja. Sogar Leute bei Garcia. Der Kerl will uns verarschen. Ich auch. So, bam. Das war nicht so gut. Was machen Sie da? Wallache! Was? Hinterhältiges Stück Scheiße. Verdammt. War das alles nur eine Falle? Nein. Nein. Ihr seid unser wahrer Feind. Und werdet es immer sein. Was für ein Drecksgelaber.
Ey, man spuckt nicht auf Leute. Bisschen mehr Respekt. Ohne Wasser schafft deine Fresse nehme ich mir noch vor. Einen Tag. Wenn man stark ist. Ich bin sehr stark. So, wir wurden hier gerade in die Wüste gesetzt. Und dürfen jetzt schauen, wie es weitergeht. Willkommen bei Call of Duty Minecraft. Gefangen in der riesigen Wüste. Müssen wir uns durchkämpfen zum Meer, um Wasser zu halten. Und uns einen Unterschlupf zu bauen. Oder wir werden einfach gerettet. Was denkt dein Dad, wer da angeritten kommt, um uns zu retten? Der alte Vic. Ha! Siehst du, genau wie dein alter Herr. Nein, er war's nicht. Was noch? Komm schon. Wenn du denkst, er war's, meinst du nicht, er wäre da geblieben? Hätte vielleicht was erklärt? So, und die Mission wäre auch beendet. Genau, und ich überlege gerade, ob ich noch eine weitere Mission spielen werde oder erst mein Aufnahmepäuschen mache. Alte Wunden Kravtschenko genau befragt von möglichen Maulwurf bei der CIA erfahren.